Heute in der DWZ, da gab es ja den Artikel über Doris und Ludwig Hanke und über den Klüt-Imbiss hier an der Klütstraße in Hameln. Seit über 30 Jahren kann man hier Burger, Schaschlik, Gyros, Pommes und jede Menge mehr Sachen essen und vor allen Dingen auch ein Feierabendbierchen genießen, was auch ganz viele Menschen machen. Doch jetzt, nach über 32 Jahren, hat das Ehepaar Hanke gesagt, irgendwann ist auch mal gut. Schluss soll sein, und zwar spätestens Weihnachten. Falls sich ein Nachfolger findet, soll der Betrieb erhalten bleiben. Viele unserer Facebook-Fans sind übrigens traurig darüber, dass bald vielleicht der Klüt-Burger, eines der kultigsten Gerichte hier im Klüt-Imbiss, dann nicht mehr zum Verkauf steht. Ich habe ein paar Kommentare mir ausgedruckt von Facebook, weil ich mir gedacht habe, dass die beiden kein Facebook haben und werde sie jetzt mit den Kommentaren der DWZ-Leser auf Facebook konfrontieren. Das sind natürlich nur positive Kommentare. Ich bin gespannt, wie die beiden darauf reagieren werden. Ja, wir sind leider noch keine Facebook-Fans. Ja. Wir haben noch eine alte Telefonzelle. Mhm. Darum bin ich da heute. Deshalb habe ich dir das mitgebracht. Zum Beispiel hat Arndt W. geschrieben, ich sage alles Gute für den Ruhestand. Vor fast 20 Jahren habe ich dort in der Nähe gearbeitet und wir waren mindestens 3-mal pro Woche dort. Es war immer sehr, sehr lecker, schreibt er. Vielen Dank. Also 3-mal pro Woche. Ja. Was für eine Verbindung baut man da so auf? Das ist schon fast freundschaftlich, ne? Ja, freundschaftlich. Das ist ganz schön. Ich glaube, es sind auch einige Freunde, die in der Zeit hier zu Freunden wurden. Kai Sven schreibt, alles, alles Gute für den verdienten Ruhestand. War schon Gast vor über 30 Jahren und wurde immer nett und höflich bedient. Zudem war das Essen immer toll. Zu meiner Zeit unerreicht in Hameln und Umgebung war der Mega-Hamburger. Damit meint er bestimmt den Klüt-Burger, oder? Ja, genau. Weil den mussten wir ja umbenennen, weil McDonald's hat sich den ja schützen lassen. Und da meinte das Veterinär, das geht so nicht, weil McDonald's hat sich das schützen lassen, ihren Hamburger. Und darum heißt unser jetzt Klüt-Burger. Heinrich G. hat geschrieben zu der Meldung, dass sie bald aufhören möchten. Die beiden, also sie beiden, und ihr Imbiss sind doch schon Kult in Hameln. Und es ist immer verdammt lecker gewesen. Einen verdienten Ruhestand wünsche ich. Das ist gut, danke. Und hier von Patrick P., da habe ich selber gedacht, Wahnsinn. Er schreibt, zwei der wundervollsten Menschen, die mich von klein an in meinem Leben begleitet haben. Stimmt. Kennen Sie Patrick P.? Ja. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe und Gute und ich sage Dankeschön für alles, was ihr je für mich getan habt. Was haben Sie denn für Patrick Tolles getan? Ja. Was zu essen gemacht. Über für einen vollen Bauch gesorgt. Ja, und ein Schwätzchen dabei, ne? Das ist mal für viele Leute ganz wichtig. Und noch eine Nachricht von Renate. Das Essen war mal gut und für jeden Gast gab es immer ein offenes Ohr. Das habe ich jetzt öfter auch schon gelesen. Sie haben, glaube ich, auch so ein bisschen Therapiearbeit geleistet manchmal. Kann das sein? Danke für die gute Bewirtung immer und genießt euren Ruhestand. Super, danke. Wir bedanken uns auch für die tollen Zeiten. 32 Jahre ist ja nicht so ein... Nicht so ein Fingerschnipsen? Ne? Ja. Nein, für die gute Freundschaft, die auch entstanden ist, ne? Dass sie uns alle so wie man das liest, die Treue gehalten haben. Und ja, das ist schön. Ja, wunderbar. Das lasse ich Ihnen gerne da. Ja, danke. Und dann, genießen Sie auf jeden Fall Ihren Ruhestand, weil das haben Sie sich anscheinend wirklich redlich verdient.